Ja, seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder, euer Zordan. Und wir, ja, machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich muss mich ums Alkohol machen kümmern. Was haben wir hier eigentlich Tolles? So, so ein paar Mahlzeiten haben wir ja schon da, ne? Genau, ums Alkohol machen kümmern. Und, insofern gibt es noch keine großen Änderungen hier zu verzeichnen. Wie gesagt, zum letzten Mal. So. 200 mal Wasser hier auch noch rein. Dann machen wir hier mal drei Eimer Apfelmost fertig. Zuck. Vergären hier noch ein wenig. Und machen gutes Silber. Silberqualität Bier. Da müssen wir noch warten eben. Bis wir da was machen können. So, dann läuft das hier jetzt schon mal wieder an. Prima. Dann kann ich rüber und endlich das Schreibzeug machen, was ich machen wollte. Musste ich das hier herstellen? Ja. Ich kann auch erstmal nur zweimal machen. Und das kann hier zu den ganzen Geschichten dazu. Kann ich denn das Motten machen? Ich muss erstmal noch die verbliebenen Herzen hier herstellen. Was kann man denn hier sonst noch so zermahlen? Da noch nicht so viel. Okidoki. So. Chemikalienregal ist langsam voll. Wir müssen das Wasser mal umziehen lassen. Hier hin. Und auch das Wachs. So, wie spät haben wir es? Ja, passt noch. Dann können wir doch mal ein bisschen hier Geschichte schreiben. Wenn ich jetzt noch Bühnenautor wäre, dann wäre die mit Sicherheit 100% gut. Aber dafür brauche ich eine ganze Menge blaue Punkte. Dazu müsste ich sehr viele Grabsteine herstellen, was natürlich auch eine Methode wäre. Zufallstextgenerator ist dann ein Zombonaut. Aber hier sind wir schon ziemlich durch mit den Möglichkeiten, stelle ich gerade fest. Spannendes herstellen. Nee, da müssen wir noch dran arbeiten. Lampen bauen. Kampfkünste. Das muss ich, wenn ich mal wieder in die Verliese will. Vielleicht sollte ich mal die Dünger, dass ich besseren Dünger herstellen kann, lernen. Gespannt, wie das geht am Kirchenarbeitstisch.
Energieelixier, Wachstumsbeschleuniger, Papiermatsch war ein Eimer Wasser und 20 mal Weizen. Ja, das kann ich ja mal, das kann ich ja durchaus mal mitnehmen. Dann warten wir noch mit dem Geschichte schreiben. Hallo Snake, tschüss Snake. Fertiger Alkohol kommt hier rein. Und sofort rennt er los. Das funktioniert prima. So, und ich mache das jetzt mal mit einem Eimer Wasser. Und nehme mal den Weizen mit. Einfach, weil ich mal sehen will, wie das aussieht. Papiermatsch. Wir machen einmal Papiermatsch. So. Jetzt haben wir einmal Papiermatsch. Den kann ich bestimmt auch noch untersuchen hier. Den tatsächlich nicht, aber den Weizen. Interessant. Erstmal wieder Papier zerfallen lassen. Ja, 10 Stück. So, sehr schön. Haben wir noch ein paar Sachen untersucht, die ich jetzt natürlich alle in der Tasche habe. Was aber nicht so schlimm ist. Lösen wir doch mal einen Schmetterling auf. Och Gott, es ist schon wieder so spät. Dann machen wir den Papiermatsch eben morgen. Du bist schon wieder da. Und schon ist er wieder weg. Na, dann machen wir als nächstes. Das Silberbier ist ja jetzt fertig. Machen wir jetzt als nächstes das Bronzebier wieder. Und nochmal neuen Schnaps. Und ich brauche natürlich am besten noch einen zweiten Brauereikessel jeweils. Was kosten das? Ein Brauplatz war das. Das war alles mit den vielen Steinen und Alkoholdestille. Ja, alles herstellbar. Kann nicht schaden. Jetzt aber nochmal ein bisschen schlafen hier. Vor dem nächsten Tage. Ich muss die heutige Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen, einfach weil mir hier echt Lebenszeit gerade fehlt noch. So, und stellen wir nochmal eine Runde. Ach, ich brauche zweimal Papiermatsch. Wisst ihr was? Dann eben erstmal nicht, weil zweimal möchte ich das gar nicht herstellen. Jetzt habe ich noch einen Hanfseil in der Tasche, was ich wirklich dabei haben muss. Grr. Wie sieht es denn hier im Garten schon wieder aus? Um Gottes Willen, schon wieder alles fertig.
Diese Kürbisse, das ist immer ein Vergnügen, die zu ernten. Toll ist, dass diese Sachen wirklich so ergiebig sind, dass ich meistens immer die Saat wieder rauskriege, die ich auch verbrauche. Also wie ich das am Anfang mit dem Dünger nicht gerallt habe, das ist auch wirklich... Das war dämlich. So. Achso, hier unten noch die. Ja, Linsen gehen schon immer mehr, das ist gut. Linsenkürbis, Karotte, Zwiebel, Hanf. Ernteabfälle, Kerne. Motten und Zeug. So, es ist... Ups, Entschuldigung. Ist die Tasche mal wenigstens wieder ein bisschen frei. Und wir brauchen dringend... Tatsächlich jetzt schon langsam dringend neuen Kram. Jetzt gucken wir doch mal da oben, wie unser Bierberg so läuft. Wir machen in der letzten und dieser Folge nichts anderes, als uns ums Bier zu kümmern. Und wir haben schon ewig keinen Toten mehr begraben. Aber da machen wir dann auch mal eine Session mit entsprechender Vorbereitung hier. So, das ist jetzt alles ganz toll, was ich hier habe. Das Problem ist, ich brauche hier mal eine Kiste und einen Zombie-Weinberg. Aber vor allem auch eine Kiste, um die Sachen unterzubringen. Also Eisenteile, Nägel... Die Dinger. Und davon noch mehr. 14 Nägel, 9 einfache Eisenteile, 5 Planken und 4 von den anderen. Das war doch jetzt gerade Quatsch. Ja. Jetzt stimmt's. Also ab ins Bett. Gut und genüsslich ausschlafen. Was Neues hier im Ofen machen. Und zwar Karottenschnitzel. Rübenscheiben wären noch besser, aber ich mache jetzt hier erstmal eine ordentliche Ladung Karottenschnitzel, weil ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Essen. So, dann hier noch fortfahren. Dann nochmal zweimal Nägel machen. Mit Köpfen. Also ganz wichtig, immer mit Köpfen. So. Dann brauche ich ein paar Stickies und es gibt kaum noch Stellen, wo hier so Buschwerk rumhängt. Ja, ist ja schön, dass ich jetzt die Giftpilze hier sammle, aber ich will doch eigentlich die Büsche ausgraben.
Garstige Schleimse. Ah, da ist auch noch einer. Was sich auch bewährt hat, war ja, das muss ich sagen, hier in diesem Spiel, war, dass wir das Werkzeug so früh wie möglich immer aufgewertet haben. Denn ich musste schon ewig nicht mehr den Schleifstein benutzen. Bald wird er hin sein und dann muss ich einen neuen kaufen. Aber eben noch nicht. Wir haben einen Goldhopfen. Hihi. So, rauf da. Da, wo der Dünger noch dran ist. So, wir brauchen eine Kiste. Oh, okay. Bauen wir die doch hier hin. Dann brauchen wir einen Zombie-Weinberg. Den machen wir mal hier unten hin. Dann brauchen wir restliche Ranggerüste. Zwei Stück mehr konnte ich nicht machen, okay. Und dann kann hier in Zukunft auch der Dünger rein und hier vor allem die... Ne, nicht der Hopfen selber, die Saat, die Samen, die Hopfensamen. So, der hat dann wieder nur so sein eigenes Beet. Ich verstehe. Den Rest muss ich also trotzdem selber machen. Aber das ist schon okay. Fertig. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen was wieder geschafft. Hier haben wir jetzt die Kiste stehen. Mit der Saat. Ich könnte auch noch mehr Hopfen schon anpflanzen, aber ohne Dünger. Und das ist doof. Also erstmal wieder nach unten transportieren. Faulheit siegt. Schnitzel in Position 1. So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Torf, ein bisschen Armaden und der gute Hopfen. Okay, das war's mit den Weizensamen schon wieder. Und morgen ist schon wieder Kirchentag. So schnell geht die Woche wieder rum. Unglaublich. Stickies hier rein. Bretter hier rein. Und die Eisenteile hier rein. So. Mache ich davon noch mal ein paar, weil
da eine Zeugkiste draus machen will. Reichte das schon oder müssten es noch mehr sein? Wie viel waren das denn, die man da reintun muss? Ne, reicht. Genau 14. Siehste. Dann machen wir das. Und Zwiebeln können wir auch schon wieder herstellen. Ja. Und Kürbis auch schon wieder. So, damit haben wir das schon wieder. Und ich bin schon gespannt, wenn wir nächstes Mal da hinten hingehen, wie viel das jetzt an Einnahmen generiert hat. Wir haben jetzt 2 goldene Taler. Aber ich glaube fast, da kommen noch mal ein paar dazu. So, hier brauchen wir runde Summen. Schnaps kriegen wir noch nicht zusammen, okay. Aber 9 Alkohol für die Auslieferung. Und noch einmal einen schönen Humpen Bier. So. Nächstes Mal geht es dann direkt los mit dem Glaubensgebet. Ein wenig Weizen hier rein. Gehe ins Bett und verabschiede mich mit einer etwas kürzeren Folge dieses Mal. Nächstes Mal wird es wieder länger, versprochen. Bis dahin, macht es gut, liebe Freunde, und tschüss.